Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Rasenmäher vorstellen. Das ist der TRX Tondeuse. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der kostet 750 Euro. 5 km/h ist er schnell. 5 Liter Tankinhalt, 10 PS, 7 kW, 32 Euro Unterhalt am Tag. Ist ein bisschen teuer. Naja, ist auch ein Luxusgerät hier. Den kannst du leider nicht optimieren. Ich bin aufmerksam gemacht worden von den Modder hier, von diesem tollen Mod hier, muss ich wirklich sagen. Nach meinem letzten Video, was ich gemacht habe. Also, man sieht hier, stehe hier Mädel animiert. Und drücke X, dann kann ich hier. Da hört man auch. Die Schritte sind animiert. So, jetzt schalten wir hier mal ein, dass wir sehen, wie schnell ich zu Fuß bin, wie in Wirklichkeit. 5 km/h ist toll. 4 Liter habe ich jetzt noch drin im Tank. Ich kann hier mit diesen nicht über diese Kante, muss ich gleich sagen, rübergehen. Das werde ich gleich euch da vorne zeigen hier. Aber ich möchte erstmal ein bisschen weiter gehen. Also jetzt probiere ich jetzt einmal. Das sieht man hier. Kommt dann nicht drüber. Weil man kann den nicht hochheben. So. Dann drücken wir mal die Taste X. Dann habe ich hier den Lärmschutz hier auch auf und eine Stirnlampe oder was? Ja, Stirnlampe haben wir hier, wie man sieht hier. Und da schauen wir gleich hier noch, was es hier gibt hier. B ist mehr, gleich einschalten. Da müssen wir mal schauen hier. Schalten wir mal B. Dann sehen wir hier, dass hier das hinten liegen bleibt. Eins, was ich halt schade finde, das ist jetzt, dass der Korb also leider nur Zierde ist. Ja, toll wäre es, wenn ich jetzt den Korb verwenden könnte. So wie mit von Amazon der Shopper da, wo man fahren kann. Ah ja, GPS, ja, müsste ich aktiviert haben, ja. Arbeitsbreite ist ein halber Meter, wie man sieht. Schalt mal hier mal Tempomat ein und GPS, dann sehen wir jetzt hier. Ich fahre oder ich gehe 5 km/h. Ist auch wirklich toll, toller Mod so her. Das Einzige, was ich schade finde, dass ich jetzt das Gras hier nicht einsammeln kann. Das ist das Einzige, was schade ist an diesem Mod. Aber sonst super Mod, wirklich, muss ich wirklich sagen. Für ja, und hier, man kann jetzt hier nicht näher ranzoomen. Das ist auch leider halt schade. Aber weiß nicht, ob man das ändern kann. Ich bin ja auch kein Modder, das habe ich auch schon oft mal erwähnt. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schaust du wieder rein. Würde mich natürlich freuen, natürlich. Die Lok ist ja auch sauber, wie man hier sieht. Lokfrei ist dieser Mod hier. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.